Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Im letzten Part haben wir angefangen mit der Loyalitätsmission von Legion und sind jetzt immer noch. Oh Gott. Das Geschütz zu hacken war es unnötig, aber wir haben es sowieso geschafft, also alles gut. Datensynchronanalyse komplett. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Haben Sie kein Problem damit, Ihre eigenen Leute zu beseitigen? Jedes intelligente Lebewesen hat das Recht auf seine eigenen Entscheidungen. Die Heretics haben einen Weg gewählt, der Koexistenz ausschließt. Das ergibt keinen Sinn. Wenn Sie das Recht auf Ihre eigenen Entscheidungen haben, wie können Sie dann vorschlagen, sie mittels Gehirnwäsche auf Ihren Weg zu führen? Wir haben nur auf diese Option hingewiesen, sie jedoch nicht empfohlen. Die Entscheidung liegt bei Shepard Commander. Was hält Sie davon ab, das Virus später erneut einzusetzen, um die Veränderung rückgängig zu machen? Wir werden das Virus nach Benutzung löschen. Wir halten es für zu gefährlich, um seine weitere Existenz zuzulassen. Darum entscheide ich. Warum lassen Sie mich diese Entscheidung treffen? Es sind Ihre Leute. Wir sind uneinig. Unsere hochrangigen Runtimes finden keinen Konsens. 573 sind für Umschreiben, 571 für Zerstörung. Shepard Commander, Sie haben gegen die Heretics gekämpft. Sie haben den Überblick, der uns fehlt. Die Geth legen ihr Schicksal in Ihre Hand. Ich bin jetzt kein Freund von den Geth und ich meine, ich bin für Ausschalten, weil die Quarianer wollen ja die Geth auch noch bekämpfen auf ihrer Heimatwelt. Es gibt keine Garantie, dass sie nicht wieder zu denselben Schlussfolgerungen gelangen, richtig? Dass sie die Reaper anbeten und organische Lebewesen angreifen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gleich null. Dann vernichten sie sie. Wir haben die Chance, das alles zu beenden und die werde ich nutzen. Zur Kenntnis genommen. Und Gehirnwäsche ist ja auch nicht gut. Die Materieabfüllanlagen zum Reparieren erledigt. Empfehle Rückzug zu Norman. Noch den Turm schnell zerstören. Ich habe wieder abtrünnig bekommen. Das ist nicht mehr, war es auch verständlich. Ich weiß noch nicht. Das ist so abtrünnig, weiß es nicht. Aber wieso kämpfen die jetzt gegen uns? Ich dachte, die haben die Heretics jetzt ausgelöscht. Also. Da sind die erst nach 3 Minuten dann komplett weg. Komm schon. Der haben wir nur ganz knapp getroffen, muss ich sagen. Oh, das sieht schon aus wie das Ende hier. Da hat man ja echt krass viel Zeit für. Das war jetzt nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Zerstörung der Geth Heretics könnte die gesamte Struktur der Galaxie verändern. Überwachung des Geth-Gebiets wurde verstärkt, um alle Flottbewegungen registrieren zu können. Unabhängig davon haben die von der Geth-Station beschafften Daten wertvolle Einsichten in die sozialen und technologischen Prozesse bei KIs geliefert. Legion müsste nach Shepards Hilfe bei den Geth Heretics der Mission loyal gegenüberstehen. Okay. Neue Kraft freigeschaltet, ja, noch ein Schild. Neues Outfit freigeschaltet. Zyklonische Partikel, ja, super. Oh, hauen wir uns rein, würde ich sagen. Das ein bisschen und Bericht schließen.
Warum auch immer das so extra Punkt ist. Ja, wahrscheinlich, kann, weil das von den Konsolen geportet ist, wenn man auf Bericht schließen geht, kann man den A drücken oder so, oder... den Knopf, der unten ist auf einer Playstation. X oder so. Natali ist gerade zum Plaudern zu Legion gegangen. Sie sollten sich besser runter zum VI-Kern bemühen. Ach, Frauen. Schon unterwegs, Joker. Shepard, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich habe Legion beim Scannen meines Universalwerkzeugs erwischt. Er wollte Daten über die Flottille an die Geth schicken. Die Schöpfer haben Waffentests durchgeführt und Pläne für einen Angriff auf uns geschmiedet. Wir hielten es für notwendig, unser Volk zu warnen. Wir haben die Geth durch die Zerstörung der Basis geschwächt, Shepard, aber sie sind immer noch eine Bedrohung. Ich werde nicht zulassen, dass Legion die Flotte gefährdet. Schöpfer Talisora handelt aus Loyalität gegenüber ihrem Volk. Sie hätte das Exil auf sich genommen, um es zu schützen. Auch wir müssen unser Volk vor der Bedrohung durch die Schöpfer schützen. Sie dürfen das nicht zulassen, Shepard. Ich habe Ihnen vertraut und mit einem Geth im Team zusammengearbeitet. Aber das geht einfach zu weit. Sie haben beide recht. Weiß nicht. Er hat ja schon recht, ne, aber... Wir können jetzt keinen Konflikt zwischen Quarianern und Geth riskieren. Legion, ich befehle Ihnen, die Daten nicht zu senden. Wir werden gehorchen. Der bevorstehende Kampf gegen die alten Maschinen hat Vorrang vor langfristigen Konflikten. Doch sobald die alten Maschinen besiegt sind, werden sich die Schöpfer für ihr Verhalten gegenüber unserem Volk rechtfertigen müssen. Gott, ich werde alle Geth ausrotten. Tut mir leid, dass es eskaliert ist, aber ich konnte nicht zulassen, dass Legion mein Volk gefährdet. Reden wir mal mit dem Typen hier. Kann nicht so angehen. Shepard. Möchten Sie darüber sprechen, was mit Tali vorgefallen ist? Nicht notwendig. Schöpferin Talisora hatte Angst vor uns. Shepard Commander hat Angst vor uns. Nein. Wir verstehen. Ich hab keine Angst vor euch. Organische Wesen haben nicht absichtlich Angst vor uns. Es handelt sich um eine Funktion ihrer Hardware. Ich habe sie belogen. Tut mir leid. Ich habe Tali gesagt, was sie hören wollte. Durch den Tod ihres Vaters kann sie die Lage nicht logisch aufarbeiten. Das ist unehrlich. Logik ist nicht immer Teil unserer Programmierung, aber von der ihren. Sie sollen begreifen, warum ich das gesagt habe. Sie gehen mit uns so um, wie es unserer Programmierung entspricht. Und ebenso mit Schöpferin Talisora. Wir verstehen. Ja, das wollte ich gar nicht. Ich hab da gar nicht gelogen. Hey, das will ich laden. Auf Wiedersehen. Ich muss zur Kenntnis genommen. Oh, 15 Punkte krieg ich dafür, aber nee. Ich will dir doch nicht anlügen. Automatisch speichern auf der Heretic Shuttle. Okay, das ist 6 Minuten her. Hä? Ich kann das nicht laden. Fuck. Shepard? Was geschieht jetzt mit den Heretics? Es gibt in isolierten Systemen noch viele von ihnen. Wir können nicht ausschließen, dass sie sich neu formieren. Es besteht also immer noch die Chance, dass sie wieder angreifen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und es würde in jedem Fall viele Jahre dauern. Ich würde gern mehr über sie wissen. Wir bilden gerade einen Konsens. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Ich habe Fragen über die Geth. Spezifizieren Sie. Wir müssen jeden verfügbaren Vorteil nutzen, damit diese Mission erfolgreich ist. Gibt es irgendeine Technologie, die Geth mit uns teilen kann? Gemeinsame Entwicklung innerhalb bestimmter Grenzen ist zulässig. Für den Download relevanter Daten brauchen wir allerdings Zugriff auf Ihr ULG-Kommunikationssystem. Edie, lassen Sie Legion mal eine Minute lang durch die Firewall. In Ordnung, Shepard. Geth-Präzisionsgewehr. Gewehr Widow. Okay, das habe ich ja schon, aber danke. Shepard Commander. Ich habe Fragen über die... Spezifizieren Sie. Hat die Sovereign die Geth kontaktiert oder haben Sie nach ihr gesucht? Nazara, das, was Sie Sovereign nennen, hat uns ein Signal übermittelt. Genau wie die Geth hörte die alte Maschine die Funksprüche der organischen Wesen ab. Sie wusste von unserem Krieg gegen die Schöpfer. Nazara hat auf der Suche nach Verbündeten über die Jahrtausende viele Spezies kontaktiert.
Verbündete? Einige der Geth haben sich der Sovereign angeschlossen. Die Heretics. Die Heretics haben ihre Technologie angenommen. Die alten Maschinen haben uns eine Zukunft angeboten. Die Geth werden ihre Zukunft aber selbst erschaffen. Welchen Unterschied macht es, auf welche Weise man eine bestimmte Technologie erhält? Technologie ist keine gerade Linie. Viele verschiedene Wege führen zum Ziel. Die Annahme des Weges eines anderen macht einen blind für Alternativen. Nazara, die Sovereign, hat es selbst gesagt. Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale, unserer Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Nazara? Wie das? Haben sie die Sovereign genannt? Nazara. So haben sich die Programme innerhalb des Reaper selbst bezeichnet. Der Name Sovereign kam von Saren Atarius. Saren und die Heretics betrachten Nazara als obersten Herrscher, als souverän. Verbündete? Einige der Geth haben sich der Sovereign angeschlossen, die Heretics. Die Heretics haben ihre Technologie angenommen. Die alten Maschinen haben uns eine Zukunft angeboten. Das hatten wir schon, naja. Die Geth werden ihre Zukunft... Wie haben sie das? Saren und die Heretics... Mehrere Programme? Nazara als obersten Herrscher, als Souverän. Die Sovereign war nur ein Schiff. Und sie behaupten, im Inneren hätten sich mehrere Programme befunden? Ein Schiff, ein Wille, viele Bewusstseine. Wie die Geth. Wir haben ihre Aufzeichnungen studiert. Die Sovereign hat ihnen das auf Ilos gesagt. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig, bar jeder Schwächen. Ein Zustand, der die Geth fasziniert. Wir sind auch eine Nation, aber nicht unabhängig. Getrennt zu sein, ist unsere Schwäche. Regierung der Geth. Haben Geth eine Regierung? Nicht in ihrem Sinne. Wir alle sind Geth. Wir bilden einen Konsens. Das machen die meisten Regierungen. Regierungen organischer Wesen zwingen einen Konsens auf. In Autokratien sogar den einer einzelnen Person. In Demokratien entsteht er durch Kodierung des kleinsten gemeinsamen Nenners aller kursierenden Meinungen. Gott, ey. Geth. Und was ist bei den Geth anders? Daten werden von allen Geth geteilt. Sämtliche Sichtweisen werden berücksichtigt. Konsens entsteht durch Verbreitung von Daten. Das dauert bestimmt recht lang. Bei organischen Wesen würde es das. Aber wir kommunizieren mit Lichtgeschwindigkeit. Okay. Geth und sprechen. Ich bin überrascht, dass sie sprechen können. Die Geth, die ich bisher bekämpft habe, haben nur irgendwas gestottert. Wir bevorzugen direkten digitalen Transfer. Die Netzwerkkommunikation der Geth erfolgt mit Lichtgeschwindigkeit. Die Hardware der Menschen unterstützt diese Methode nicht. Ihre analoge Kommunikation auf Schallbasis ist ineffizient. Danke. Ich würde gerne etwas anderes fragen. Bereit. Ich muss zurück an die Kenntnis. Ja, okay. Genau. Der hätte ja nur noch jetzt gesagt, er bildet gerade einen Konsens. Okay. Jetzt habe ich ihn angelogen, dass wir Tali angelogen haben, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Garo ist wahrscheinlich gerade nur wegen Kalibrierungen drin, denke ich. Shepard. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in einem... Wir reden später. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. In so viel Kalibrierung steckt der. Der will einfach nur nicht mehr reden. Reden wir nochmal mit Miranda, was mit der so abgeht. Warum? Ich habe hier kurze Standbilder. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Sorry. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Ah, Miranda. Ist wahrscheinlich noch sehr traurig. Okay. Gehen wir mit Kasumi. Hallo. Hey, haben Sie kurz Zeit? Yes. Einer von der Sicherheitsmannschaft starrt mich ständig an. Ich glaube, er heißt Bird. Dass Sicherheitsleute mich beobachten, ist nichts Neues. Aber meistens achten sie auf meine Augen oder meine Hände. Vielleicht sollte ich ab jetzt nur noch getarnt durch das KIZ spazieren. Ich reise normalerweise versteckt im Laderaum. Es ist schön, wenn das man zur Abwechslung mal aus dem Fenster sehen kann. Mess Sergeant Gardner könnte durchaus ein teuflisches Genie sein. Betonung auf teuflisch. Das Essen ist in letzter Zeit besser geworden. Aber bis sein Ruf wiederhergestellt ist, wird es wohl noch eine Weile dauern. Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Jetzt geht gerade die Tür zu, wenn ich mich umdrehe. Natürlich. Hallo, Thane.
Musst du gerade meditieren? Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Später. Ich möchte erst... Ich muss jetzt... Der meditiert gar nicht. Samara, meditiert ja. Und er muss drüber nachdenken, worüber wir gesprochen haben. Wie geht es Können Ihnen? Wir uns später unterhalten? Ich muss jetzt Natürlich. Gehen. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal nach unten. Maschinendeck. Seht das hier wahrscheinlich eine Geschichte, die wir schon kennen? Um welchen Teil des Schiffes? Das wollte ich nicht, wollte eigentlich nur sprinten, aber... Das ist vorerst alles. Ich denke gerade über vergangene Missionen nach. Haben Sie kurz Zeit? Sie könnten was lernen. Erzähl. Wenn man mit einem Messer die richtige Stelle trifft, das kennen wir schon, danke. Kann man einem Kroganer die Platte ganz einfach vom Kopf hebeln. Ist die beste Methode, um einen Kroganer zum Reden zu bringen. Die Angst davor treibt sie in den Wahnsinn. Gut. Das kennen wir alle schon von Said. Reden Sie mit mir, Jack. Ich habe nichts zu sagen. Sie heucheln Interesse, haben aber andere Sachen laufen. Tun Sie nicht so, als wären Ihre Besuche hier unten was Besonderes. Sie machen jede Menge Zwischenstopps. Sie meinen Tali? Geht zum Tali? Mir ist egal, mit wem Sie rummachen. Aber tun Sie nicht so, als wäre ich was Besonderes, wenn Sie hier nur die Zeit totschlagen wollen. Ich bin an ihr interessiert. Ich will nicht wählen. Ich bin nicht bereit, es zu beenden. Warum zum Teufel reden Sie dann noch mit mir? Machen Sie, dass Sie rauskommen. Hä? Ich habe kein Interesse an dir. What the fuck? Ich wollte nur wissen, was in deinem kranken Kopf abgeht. So, Kenneth. Wussten Sie schon, dass ich... Shepard! Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Für Sie? Natürlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel mir Ihre Worte bedeuten. Aber ich würde es verstehen, wenn du dir etwas... jemand anderen suchst. Ich beschwere mich aber auch nicht, wenn du noch interessiert bist. Bist du noch interessiert? Ich meine, das ist zu gefährlich, nur wenn es sicher ist. Nein, die müssen wir vor. Ich will deine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Aber ich bin bereit zu warten. Danke. Ich will, dass du siehst, was unter diesem verdammten Helm ist. Ich will deine Haut auf der meinen spüren. Ich will mit dir eins werden, bevor wir in die letzte Schlacht fliegen. Ich finde eine Lösung. Das kleine Grinsen von Shepard am Ende. Oh Gott, ey. Klassiker. Okay. Hallo, Grund. Shepard. Ich will nur reden. Ich schau nur mal vorbei. Kampfmeister, ich habe alles. Ein klar. Das ist vorher Shepard. Okay, gut. Haben wir mit allen wieder geredet. Ah, Nackenschmerzen. So, Quartierskapitän, können wir auch mal reingehen und unsere Fische angucken. Wir müssen auf Ilum einkaufen, stimmt. Ich muss sowieso nochmal zurück nach Ilum. Im Einsatz vermisst. Retten Sie Ihre Crew vor einem übermächtigen Angriff. Hast du gerade Geräusch gemacht? Haben wir alle Raumschiffe eigentlich? Teamstatus. Mein Helm gefällt mir besser, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben alle Raumschiffe. Musikanlage wählen. Ausrüstung, ja. Ich könnte auf das Hintergrund mal diesen ganzen Scheiß noch kaufen, stimmt. Das mache ich mal zwischen den Parts. Ich glaube, Jacob... waren wir auch komplett durch mit dem Reden. Der ist ja auch jetzt glücklich und hat uns die Hand gegeben. Nur Morden. Das FFS ist so gut wie installiert, Shepard. Muss jedoch noch seine Auswirkungen auf die Systeme der Normandy überprüfen. Ich schlage vor, Sie nehmen zu Ihrem nächsten Zielort das Shuttle. Shepard, wie kann ich Ihnen... Haben Sie mal eine Minute Zeit. Nicht jetzt. Noch etwas? Angry. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Oh, what the fuck? Zunächst ist hier Shuttle, aber ich wollte ganz schön weit fliegen eigentlich. Das FFS ist so gut wie installiert, Shepard. Muss jedoch noch seine Auswirkungen auf die Systeme der Normandy überprüfen. Hey, Commander, gute Neuigkeiten. Es sieht so aus, als wäre das Reaper FFS endlich installiert und betriebsbereit. Das ist nicht ganz richtig, Mr. Moreau.
Das Gerät ist in Betrieb, aber es führt zu einer ungewöhnlichen Instabilität anderer Systeme. Ich empfehle eine gründlichere Analyse, bevor wir versuchen, es einzusetzen. Scheißer Zeitaufwand. Wir können unsere Mission nicht ewig hinauszögern. Wie lange wird das dauern? Ein voller Scan? Bei diesem Ding kann man nicht wissen. Sie sollten für die Mission lieber das Shuttle nehmen. Ich sorge dafür, dass bis zu Ihrer Rückkehr alles ordnungsgemäß funktioniert, Commander. Ja, ja, auch besser. Commander Miranda hier. Das Team ist informiert. Wir treffen Sie beim Shuttle. Sobald wir näher am Ziel sind, können Sie entscheiden, wen Sie mitnehmen wollen. Dann gehe ich mal runter zum Shuttle. Joker, das Schiff gehört Ihnen. Passen Sie gut drauf auf. Zu Befehl, Commander. Was machen wir denn jetzt? Jetzt eigentlich was anderes zu tun. Ich sage Ihnen, Eli, Ihre Daten stimmen nicht. Das ist nur Nebenstrahlung. Nichts als weißes Rauschen. Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandy. Senden? An wen? Oh oh. Oh, Scheiße. Verschwinden von hier! Antriebssysteme abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Vom FFS? Warum haben Sie es nicht gesäubert? Primäre Verteidigungssysteme sind offline. Wir können die Normandy retten, Mr. Moreau, aber Sie müssen mir dabei helfen. Geben Sie mir das Schiff. Was? Sie sind verrückt? Wenn Sie jetzt noch Daisy Bell singen, packe ich meine Sachen. Wenn Sie meine versiegelten Datenbanken freischalten, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten. Der Wartungsschacht im Labor erlaubt den Zugang zum VI-Kern. Die Hauptkorridore sind nicht mehr sicher. Die Kollektoren sind an Bord. Die Notlichter am Boden leiten Sie, Mr. Moreau. Ah, verdammt. Müssen wir ihn jetzt spielen? Scheiße. Der hat ja Glasknochen. Deshalb kann er wahrscheinlich so schnell laufen wie wir. The fuck? Nein, sterben! Scheiße! Oh oh. Und wo ist jetzt unser ganzes Team? Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. Also. Mehrere Feinde auf dem Crewdeck geortet. Joker, ihr wimmelt es von diesen Dingern. Bleiben Sie bei mir, ich beschütze Sie. Nein! Scheiße! Das war doch hier Dingens. Hauptreaktor offline. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Was für eine Scheiße! Also gut, ich bin bei Ihnen. Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandy. Großartig, so fängt's an. Und wenn wir alle nur noch organische Batterien sind, wem wird dann die Schuld gegeben? Daran ist nur Joker schuld. Er hat sich benutzen lassen. Und ich muss jetzt den ganzen Tag lang Pi berechnen, bloß weil er den Overlord eingestöpselt hat. Ah, ich habe Zugriff auf die Verteidigungssysteme. Danke, Mr. Moreau. Jetzt müssen Sie den Primärantrieb auf dem Maschinendeck wieder aktivieren. Oh, ich soll also schon wieder durch Schächte kriechen? Menschen auf Knien sind stets ein erhebender Anblick für mich. Das war ein Witz. Klar. Der Schacht hinter Ihnen führt zum Maschinendeck. Viel Glück. Okay, wir sind da und kriechen jetzt da runter. Okay. Thank you.
auf dem Maschinendeck. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. So. Ich hätte wahrscheinlich warten sollen, bis die aus dem Raum rausgegangen sind. Ich dachte, wenn ich hinter den hergehe, ist das egal, weil wir machen die Tür wieder zu oder Edi verschließt die Tür komplett. Aber nee, wir müssen kurz warten. Oh, im Ernst, jetzt den ganzen Scheiß nochmal? Überspringen, oder? Nein, natürlich nicht. Wer kann auf die, dass es eine gute Idee ist? Warum so lange Ladezeiten auch? Mehrere Feinde auf dem Crewdeck geortet. Joker, ihr hört es von diesen Dingern. Bleiben Sie bei mir. Ich beschütze Sie. Ich kann sogar sprinten mit ihm. Nein, nicht hier, man. Scheiße, scheiße, scheiße. Für uns sind wir denn egal. Zum Glück hat Garros ein paar Kalibrierungen durchgeführt. Reaktor offline. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Was für eine Scheiße! Also gut, ich bin, Kann ich überspringen? Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandy. Großartig. Alles. Der Schacht hinter Ihnen führt zum Maschinendeck. Gut, sind wir wieder da, wo wir eben gerade waren. Ich versuche mal gleich einen Quicksave zu machen. Was ich jetzt nochmal verkacke. Auf dem Maschinendeck. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. Keine Feinde mehr auf dem Maschinendeck. Sofort weitergehen, um Entdeckungswahrscheinlichkeit zu minimieren. Gut. Aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Was? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben sie mitgenommen. Oh, scheiße. Das ist nicht so toll. Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Schicken Sie eine Nachricht an Shepards Shuttle. Richten Sie das vor. Was hier vorgefallen ist. Der sagt's doch noch. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Nein. Aber danke der Nachfrage. Die haben unsere Crew geklaut. Assis. Verloren und das Schiff beinahe auch noch? Ich weiß, okay? Ich war hier. Es ist nicht seine Schuld, Miranda. Keiner von uns hat's mitgekriegt. Mr. Taylor hat recht. Die gefährlichen Daten in dem Kollektorenantrieb waren sogar noch weiterentwickelt als die Blackbox Reaper-Viren, die man mir gegeben hat. Er ist in Ordnung, Joker. Ich hab gehört, es soll ziemlich heftig gewesen sein. Wie sieht's bei Ihnen aus? Hier drin stehen ziemlich viele leere Stühle. Wir haben getan, was wir konnten, Jeff.
Ja, danke, Mami. Ist das Virus eingedämmt? Ist das Schiff sicher? Wir können sowas nicht nochmal riskieren. Edi und ich haben die Systeme gesäubert. Die Reaper FFS ist online. Wir können durch das Omega-4-Portal, wann immer Sie wollen. Sagen Sie bloß nicht, ich soll bei einer verdammten VI die Beschränkungen aufheben. Was sollte ich gegen die Kollektoren unternehmen? Meinen Arm an Ihnen zerbrechen? Edi hat das Schiff freigeräumt. Sie ist in Ordnung. Ich versichere Ihnen, ich bin nach wie vor an die Protokolle meiner Programmierung gebunden. Und selbst wenn nicht, wir gehören zur selben Crew. Ich traue ihr. Edi hatte schon viele Möglichkeiten, uns zu töten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Dann haben wir wohl alles, was wir brauchen, um die Crew zu retten. Wir haben getan, was wir konnten. Es ist jetzt an der Zeit, den Kampf zu den Kollektoren. Ich glaube, wir müssen erst unsere Crew retten. Ich weiß nicht, ob wir mit unserem leeren Schiff irgendwo rumfliegen können. Joker, zurück auf die Brücke. Alle anderen auf ihre Station. Zu Befehl, Commander. Hauen Sie einfach auf die Galaxiekarte, wenn Sie soweit sind. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Basis. Haben wir irgendwelche Upgrades, die wir kaufen können? Das hier können wir noch kaufen. Fortgeschrittenes Training. Panzerbrechende Munition. Barriere. Schmettern. Verstärkung. Ich krieg alle von denen. Energieentzug, Neuralschock, Schreddermunition, Warpmunition, Inferno-Granate und Blendgranate. Ich weiß nicht. Ich finde das ganz cool. So. Shepard, wie kann ich Ihnen später vielleicht noch etwas? Okay. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Dann würde ich sagen, dass es wahrscheinlich hier ganz schön leer sein wird, ja. Würde ich sagen, ich hoffe, der Party gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und dann, ciao.